In der Regel komme ich mit dem Auto auf der Baustelle an. Was immer gut ankommt, dass man Kugelschreiber, Feuerzeuge, gewisse Werbematerialien dabei hat. Und auf dem Weg zur Baustelle erkunde ich eigentlich schon, wo könnte denn der Polier sein, weil wichtig ist, wenn man auf einer Baustelle ankommt, sich zuerst beim Polier zu melden. Dann holt der Polier die Mannschaft zusammen für einige Minuten. Da lasse ich die Resolution, die die IGBAU hier entwickelt hat, Rente muss zum Leben reichen, von den Kolleginnen und Kollegen unterschreiben. Das ist dann der Einstieg in die Diskussionsrunde auf der Baustelle. Wenn es mir dann halt gelingt, zu überzeugen, werde ich dann auch Kollegen für die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt aufnehmen. Und besonders wichtig ist es, dass man einen regen Austausch pflegt. Das heißt, nicht nur einmal auf einer Baustelle fahren, sondern regelmäßig und dass man halt eine gewisse Beziehung zu den Kollegen aufbaut.